Ja, guten Tag, liebe Cannstatterinnen und Cannstatter. Wir sind heute hier an einer ganz speziellen Stelle, wo nämlich schon mal ein Wilhelm stand. Ein Friedrich Wilhelm, Friedrich I. von Württemberg, der dicke König, der Erste. 1816 war das. Und zwar in dem Jahr ohne Sommer, wo im Herbst hier etwas gefunden wurde, nämlich im Travertin hier hinter mir an der heutigen Heinrich-Ebner-Straße, wurden Mammutknochen entdeckt. Und er war so historisch interessiert, dass er da hingegangen ist und sich das angeguckt hat. Und dann hat er eine Lungenentzündung gekriegt und dann war er tot. Und dann kam sein Sohn Friedrich Wilhelm II. An die Macht, aber so wollte er nicht heißen. Er wollte Wilhelm heißen und das war dann König Wilhelm I. von Württemberg. Das Besondere hier ist eben, dass wir hier besondere Schichten von Travertin sehen können. In unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlich verdichtet, unterschiedlich entstanden. Und ich könnte Ihnen das jetzt alles aufzählen, was für eine Art von Travertin es ist, aber das lesen Sie einfach in meinem Kommentar nach. Dann muss ich nämlich hier nicht ablesen und meine Brille ist gerade nicht so gut. Ja, aber das Besondere sehen Sie hier hinten, kann schon auch mal näher kommen, also meine Dame an der Kamera, eine gute Freundin, die Carmen, die macht hier gerade die Aufnahmen. Vielen Dank, Carmen. Und man sieht hier hinten, dass da unten zum Beispiel Sachen ausgewaschen sind, dass das Wasser mit der Zeit hier auch seine Löcher gemacht hat. Und das ist ein Problem, was wir in Cannstatt häufig haben, nämlich die Senkungen. Dass dann plötzlich mal so ein Baum im Kindergarten hinterm Haus plötzlich 15 Meter runter saust oder eben auch 1755 das Rathaus hinten 1 Meter 3 Fuß zur einen Seite runterknickt und deswegen hat das Rathaus hinten so eine schiefe Fassade. Also hier sehen wir tatsächlich mal den Travertin so aufgeschlossen und vor allen Dingen die verschiedenen dünneren und dickeren Schichten, manche verdichtet, manche gut abbaubar, fast wie Marmor und andere eher porös, die man, naja, vielleicht noch für Mauern im Weinberg nehmen konnte, aber sonst halt nicht so besonders. Und was hier auch besonders schön ist, vielleicht fährst du noch mal hoch, das ist, dass sich die Natur das natürlich auch wieder zurückholt und dass wir da oben den Baum haben, der da oben wächst und im Augenblick auch blüht. Und das Ganze hier gehört zu einem Travertinpfad und hier gibt es solche Tafeln, die das auch erläutern. Also hier sind sie auch relativ wenig beschmiert, weil hier Gitter davor sind. Und man sieht hier rechts die Lage vom Neckar und die verschiedenen Bereiche, in denen sich der Travertin ablagern konnte vor zehn, hunderttausenden von Jahren. Und dann hier die einzelnen Schichten, der verdichtete Travertin hier hinten. Und dann eben auch diese Abbildungen, die damals entstanden sind, als der Mammutknochen gefunden wurde. Wie gesagt, Naturdenkmal Heinrich-Ebner-Straße, Sie können gerne mal hierher kommen. Und dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss für heute und vielen Dank an meine Kamerafrau. Und Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ihr Olaf Schulze.